Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Jedi Fallen Order. Wir sind auf Dathomir, wir haben Kletterclown und eine Mission. Und die Mission lautet, in die alten Ruinen vorzudringen. Und genau das habe ich jetzt vor. Ich glaube, wir müssen auch irgendwo hier hochkrabbeln, oder? Da drüben lang? Drüben links lang? Nee. Doch, ja, nein, weiß nicht. Da oben auf jeden Fall nicht. Hier rechts scheinbar, dadurch. Ich hoffe, das haut irgendwie hin. Ja, da hinten die Wand hoch. Waren wir da eigentlich schon? Ach, hier sollen wir lang oder lieber da ganz hoch? Hier weiter hoch geht's gar nicht. Na, das ist natürlich ein bisschen schade. Gut, dann eben hier entlang. Ah. Oh, da geht's sehr tief runter. Soll ich denn hier ausweichen hintereinander? So Scheiß. Ich wollte eigentlich den da hinten, der gerade, ich sehe gar nichts, ausgeholt hatte, erledigen. Das ging aber irgendwie nicht so richtig. Hopp. 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 Ja, verpisst euch. Ja, ich brauche einen Stim, danke. Okay, jetzt haben wir keine Lust mehr. Und ich kann mich hier so ein bisschen umsehen, hoffe ich. Ah, hier hinten, das sieht auch nicht so cool aus. Ich bin gerade so ein bisschen ratlos. Soll ich hier hochklettern an dem Ding? Ups, sie schießen doch. So, sehr schön. Ruhe. Ja, irgendwie, ich dachte da oben ranhängen irgendwie, aber da komme ich halt nicht hoch. Ah, hier.
Achso, das ist zum Rennen gedacht. Na, okay, alles klar. So, das Ding einfrieren. Das Ding runterziehen. Ups. So, ich würde mich hier gern mal nach hinten umgucken können. Ich würde eigentlich... Ja, okay. Ich klebe an der Wand dran, kann ich nichts machen. Ja, hier wollte ich eigentlich noch mal hin. Aber enttäuschenderweise gibt es hier gar nichts zu holen. Der Haken da vorne sah so ein bisschen bläulich aus. Ist aber nichts. So, hier gibt es auch gar nichts. Into their village. I doubt they expected us to come back. Still, there's got to be a stealthier way in. Ach, hier hinter diesem Tor bin ich jetzt. Ach, klasse. Warum kann ich hier so nach unten klettern? Ich soll doch wahrscheinlich nach oben eigentlich, oder? Ne, nach oben komme ich gar nicht. Unter der Brücke entlang. Na, warum nicht? Honestly, I had no idea this was here when I pulled the bridge down. I just wanted to see what would happen. Like you and the cutter on Kashyyyk. Oha, Speicherpunkt bitte. Das heißt zumindest ein Echo. Oh, wen denn? No, we take him to Brother Viscus. Der Gefangene. Die Brüder der Nacht sind auf jemanden gestoßen, einen gefährlichen Fremden. Wer auch war, sie haben ihn zum Anführer ernannt. Aha. Aha. Wanna check it out? There's something in there. Toll, noch ein Poncho-Material. Ja, ich würde ja gerne die, oder hätte gerne die Gorgara getötet, damit wir eine Chance haben, Anführer zu werden bei den Brüdern der Nacht. Das hätte uns hier einiges bestimmt erleichtert. So, mit Zombies brauchen wir hier aber, glaube ich, nicht rechnen, oder? Was haben wir? Ein Dolovit als Lichtschwertmaterial. Es sind überall diese kleinen Nischen, die so aussehen, als wenn es mal Gänge hätten werden sollen oder so. Oder vielleicht standen auch kleine Statuen drin oder waren Schreine oder sowas. Da drüben ist die Brücke. Und ich komme dann also irgendwo neben der Brücke raus.
falls ich hier irgendwie nach oben komme. Aha, okay. Hier gibt es einen Meditationskreis. Sehr gut. So, ich könnte runter. Ich könnte hier oben entlang hopsen. Gibt's hier unter mir irgendwas zu erkunden? Ups. Okay, das ist eine Sackgasse. Hier gibt's nichts zu erkunden. Ah, okay. Von da aus komme ich also auch erstmal auf die Plattform mit dem Bogenschützen, was natürlich. Schon mal unheimlich praktisch ist. Okay, hopp, hopp. So, das hier scheint eine halbwegs geschützte. Ich fühle mich beschossen. Au. Dafür ist es hier bei diesen Lichtverhältnissen ganz schwer zu sehen. Erstmal nicht mehr schießen zu wollen. Aber hier gibt es auch gar nichts. Nee, eigentlich nicht so. Würde mir jetzt eher nicht passen. Ich will da hoch. Ich will da. Danke. Stimbidi. Oh. So, und diese Spinne hier. Hätten wir also. Ach, da hinten geht es auch noch weiter. In ein neues Areal irgendwie. Unter der Treppe gibt es hier nichts. Hier oben waren die Schützen. Okay. Ach, ich kann die Treppe hier gar nicht hoch. Nee, irgendwie nicht. Das ist bedauerlich. Ich wäre da oben gerne mal ein bisschen rumgehopst.
Ich habe noch nicht wirklich richtig eine Ahnung, wo ich die Kiste benutzen soll. Ja, vielleicht um hier hoch zu springen. Das könnte ganz gut sein. Na gut. Dann wahrscheinlich doch oben drüber. Schade. Kann man da nach links sich irgendwie hangeln? Da irgendwo an. Oh ja. Aber wie? Vielleicht wenn ich die Kiste steht jetzt schon da unten. Ach, von hier aus wäre ich auch nicht da hochgekommen, glaube ich. Hier irgendwie super gerne ja, an hier nach links mehr so ja vielleicht kann man das von der anderen Seite machen. Mantislackierung, Aphelium. Oh. Das ist aber schick. Ja, doch. Sieht gar nicht scheiße aus, muss ich sagen. Ach, Perihelium. Warum hatte ich ein Perihelium ausgewählt. Eigentlich wollte ich das Ding hier haben. Es gibt nur einen Weg. Ja, da war doch gerade noch einer, der rumkrakeelt hat. Irgendwie müsste ich nach da oben kommen, glaube ich. I grow tired of waiting for instruction from the sister. This intruder must be dealt with. Eindringling. Die Brüder der Nacht haben einen Eindringling festgesetzt, warten aber auf Anweisungen. Oh, da oben. Wäre ich mir nicht so sicher an deiner Stelle. Ja, irgendwie müsste ich da oben rankommen.
Ist das irgendeine lustige Umgehung? A ship crash in the swamps. Be cautious. I sense great danger. Einmischung. Die Brüder der Nacht waren Zeugen des Absturzes eines Schiffes in den Sümpfen. Sümpfen. So, okay. Damit haben wir das also auch geklärt hier. Das hat man ja schon von unten gesehen. So, wir können also da draußen irgendwie lang krabbeln. Ja, würde ich mich nicht drauf verlassen und das ist auch der einzige Weg. Ja, was wo? Hier. Was, wie? Was? Oh, geht's da nach unten? Nee. Glaube ich nicht. So, wo geht's denn weiter? Hier lang? Scheinbar nicht. So, eine Abkürzung haben wir freigeschaltet nach da unten. Das ist ja schon mal großartig. Ja, da hinten, das ist nur der Meditationskreis, glaube ich, der da so schön leuchtet. Aber wahrscheinlich sollte ich, ja, ich schaue gerade auf die Uhr, einfach hier eine Abkürzung benutzen, zum Meditationskreis zurückkehren. Und dann die Folge für heute beenden. Wie komme ich da hoch? Ja, verdammt. Das gibt's ja nicht. Gibt's da echt keinen Weg hoch? Ja, das ist ja mal äußerst ungünstig. Okay. Dann machen wir die Folge wohl doch ein bisschen länger. Das finde ich an so Spielen mit festen Speicherpunkten immer echt ungünstig, dass man nicht einfach aufhören kann, wenn man möchte, ohne halt Unmengen an Fortschritt zu verlieren. Es gibt ja auch kein Speichern bei Beenden. Kann ich hier eigentlich irgendwo hinschwingen? Wo es noch ein Geheimnis gibt? Ne, sieht nicht so aus. Oh oh, irgendwas passiert gleich. Cal, have you found the tomb? Close, but got a little sidetracked. Grease is acting strange. He swears he saw someone outside the mantis. Dathomir's getting to him. Pretty sure that's who he is. Are you all right? I'm not seeing things, so... Yes?
I'm coming out of a Night Brother village now, hoping to get back on track. Sounds like you're handling yourself. Yeah, BD and I got this. Ha, sieht super aus. Ist aber unfreundlich. So, okay. Na, dann schauen wir mal. Ihr müsst ja wahrscheinlich bald in den Meditationskreis kommen. Sie sieht mir doch nach einer Grabkammer aus. Ist es aber leider nicht. Ach, hier bin ich gelandet. Ja, cool. Dann kann ich mich von hier aus wieder zum Grab vorwühlen, oder was ist der Plan? Ach, da beim Aufzug gibt es jetzt auch eine Wand, die man erklimmen kann dann wahrscheinlich. Ja, das scheint genau der Plan zu sein. Von hier aus oben rum wieder, wo wir beim letzten Mal vom Stein beworfen wurden. Mit den Kletterklauen jetzt aber machbar, hoffentlich. Ja, dann würde ich sagen, Jungs und Mädels, für heute war es das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.